kann hier nicht einfach rumsitzen. Wenigstens hat es schon mal aufgehört zu regnen. Ich muss etwas zu essen finden. Genau, erstmal zu essen finden. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt erstmal zurück. Das mache ich in den meisten Spielen. Wenn der Spielmarsch, der sich vorne vorausgehe, gehe ich meistens erstmal nach hinten und gucke mich da mal um. Aber je nachdem hat man da vielleicht doch was übersehen. Da hinten waren wir ja mal schon. Lager ist soweit, aber nichts. Ja, hätte ja sein können. Ja, was zu essen. Wir müssen uns was zu essen besorgen. Das ist auf jeden Fall schon mal schlecht. Ein paar Beeren wären ja natürlich klasse. Aber tough ist die Lara auf jeden Fall. Mal eben so die Verletzung. Oh. Ein Hirsch. Mal eben ganz locker flockig weggesteckt. Weil ich habe mir mal so sagen lassen, eine Eisenstange im Körper ist nicht unbedingt angenehm. Aber muss sagen, hier die Lichtstimmung ist echt super. Partikeleffekte, klasse. Ja. Ein Bogen, ja geilo. Den Bogen kann ich brauchen. Ja, den können wir gut gebrauchen. Aber es sieht wirklich sehr toll aus. Ich bin jetzt nicht unbedingt gerade der Obermufti oder jetzt der Obergrafikfetischist, aber wenn ein Spiel toll aussieht, sieht ein Spiel nun mal toll aus. Und da bin ich natürlich dabei. Deshalb habe ich auch mir die Version nochmal für den PC gekauft. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ja, das ist klar, aber wir brauchen ja auch natürlich Pfeile. Ich brauche eine Waffe. Nur den Bogen, das bringt uns auch nicht viel. Ja, deshalb, wie gesagt, habe ich mir die PC-Version auch nochmal auf Steam im letzten Summer Sale organisiert. Ich meine, die PS4-Version sieht natürlich auch klasse aus, aber auf dem PC haben wir nochmal ein paar mehr Details und es läuft natürlich dank meiner Grafikkarte mit 60 Frames. So, jetzt wollen wir mal ich schaff das. An den Mufti ran. Quasi ein Zombie hängt am Glockenseil. Und jetzt. Feste, feste, feste. Zack. Und jetzt haben wir auch unseren Bogen. Okay, manche würden noch sagen, es ist einfach nur ein Ast mit einem Seil, weil so wirklich Hightech ist das nicht. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Genau. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. So, wo wollen wir hin? Ah, da oben. Ah, okay, alles klar. Da ist etwas, was wir abschießen können. Jetzt ist die Frage, verbraten wir jetzt schon unsere Pfeile? Oder jagen wir nicht erstmal? Ich glaube, wir jagen erstmal. Denn das sind natürlich hier so Sammel-Items, die wir mit dem Bogen abschießen können. Das werden wir natürlich machen, aber erstmal erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In Anführungsstrichen. Da ist doch was. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay, alles klar. Also, wir haben jetzt hier quasi Söldner und irgendwelche geheimnisvollen Geister. Und wir mittendrin. Das ist natürlich auch super. Aber wir zocken ja hier Tomb Raider und nicht Urlaub auf dem Ponyhof. Also von daher schmeißen wir uns mitten in die Action. So, wo ist hier die Party? Okay, alles klar. Wir können nochmal uns konzentrieren.
und sehe nichts. Denn irgendwo wird ja der Hirsch sein oder vielleicht irgendwas anderes. Da oben sind nochmal ein paar Pfeile. Die Szene hier am Anfang ist mir natürlich auch noch sehr geläufig. Also man merkt wirklich, dass ich hier noch das PlayStation-Layout im Kopf habe. Wenn ich blau sehe, drücke ich automatisch auf den PlayStation-Controller VSX. Hier ist es A. Da muss ich mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Au. Hallo, hallo. Das tut mir leid. Der kommt jetzt auch noch. Aber ich brauche was zu essen. So. Haben wir erledigt. Der läuft uns genau von Schmiss. Oh Mann. Entschuldigung. Ja, okay. Das zurück zum Lager. Hat man gemerkt, dass die Lara das jetzt nicht unbedingt so gerne gemacht hat. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja, Sterne. können wir hier super sehen. Nein, aber das hat der Lara jetzt missfallen. Aber was sollen wir machen? Wir sind in der Wildnis. Da hinten ist noch einer. Können wir natürlich auch noch jagen. Pfeile haben wir genug. Denn wir bekommen dafür ja Erfahrungspunkte. Ich will hoffen, dass keiner von der Peter zuguckt. Aber ich kann nur sagen, es ist ein Videospiel, Leute. Wie gesagt, Erfahrungspunkte, die wir hier nämlich fürs Craften brauchen. Denn mit dem Reboot haben natürlich auch ein paar neue Gameplay-Eigenschaften Einzug gehalten. So, da können wir, das können wir glaube ich auch essen. Genau, das können wir auch genau aufpflücken. Da erhalten wir halt Erfahrungspunkte für. Jetzt gucken wir nochmal, ist da was? Da sind nochmal Pfeile, oder? Nee, das ist, okay, alles klar, das ist wieder so ein, ich weiß nicht, so ein Totem, wie nennt man das nochmal? So ein Gehänge. Genau, doch ein Totem. Alles klar. Aber ich meine, gucken nochmal. Hier hüppeln auch Häschen in der Gegend rum. Ja, natürlich. Der Kompass zeigt uns da hinten den Weg. Dass wir dahin sollen, aber wir gucken uns erstmal hier rum. Da ist noch einer. Das sind sogar noch zwei. Ich laufe nie rum. So, genau, nehmen wir auch noch mit. Müssten wir auch 50 Erfahrungspunkte für bekommen. Okay, alles klar. Da ist auch noch mal so ein Totem. Da, Häschen. Ich wollte doch sagen. Hat sich aber verkrümelt. Direkt mit einem Schuss. Okay, hier sind auch nochmal Pfeile. Nehmen wir natürlich mit.
Und wir holen uns jetzt hier noch die Erfahrungspunkte. Ich hatte eigentlich auch da in Erinnerung gehabt, dass die nicht ewig respawnen. Mist. Ja, zielen wir auch schon mal besser. Mist. Okay, da ist der Hase. Alles klar. Da ist noch einer. Okay, das kann auch sein, dass sie hier doch unendlich respawnen. Aber ich hatte eigentlich eher in Erinnerung gehabt, dass sie das nicht machen. Dafür bekommen wir auch nur 10 Erfahrungspunkte. Ist klar, ist ja auch kleiner. So. Okay. Oh, Mist. Ich wollte den jetzt eigentlich von seinem Leid erlösen. Jetzt weiß ich auch noch nicht mal, ob es der richtige war. Okay, das ist der. Da ist er. So, das tut mir jetzt leid. So, ich würde sagen, den nehmen wir noch. Okay, der ist auch verletzt. Und wir haben keinen Pfeil mehr. Dann würde ich sagen, holen wir uns da oben den Pfeil, weil ich glaube, wir können so mit dem jetzt hier nichts machen. Nee. Weil den möchte ich jetzt hier echt nicht so rum... hinken lassen. Das heißt, die Pfeile hier nehmen wir uns noch mit. Okay, wir kriegen auch jedes Mal... Okay, nur noch wenige EPs. Alles klar, gut. Okay, dann war das hier so geregelt, dass man nach einer gewissen Abschussrate hier nur noch ganz wenig EPs bekommt. Weil klar, sonst könnte man sich hier auch unendlich quasi aufleveln. Aber für den Anfang haben wir uns ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. So, jetzt wollen wir uns hier mal in Ruhe umschauen. Okay, da liegt was. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Jetzt lassen wir hier die Fauna auch in Ruhe. Okay, da hängt jetzt erstmal nichts. Wir hatten ja hier hinten noch einen. Wenn wir gesagt haben, den lassen wir erst noch. So, alles klar, da ist es. Also mit der linken hinteren Schultertaste können wir anvisieren, wenn wir die rechte dann auch drücken, zielt die Lara, wenn wir es gedrückt halten, visiert die dann auch näher an, aber dann hat man natürlich das Problem, dass man dann doch schon sehr genau zielen muss auch. Den linken Trigger können wir die Schulterposition verändern. Ja, ich merke wirklich, dass ich das Layout hauptsächlich von der PlayStation im Kopf habe.
Aber wie gesagt, das will man alles hinkriegen. Das dürfte kein Problem sein. Jetzt wollen wir erstmal was essen. Uns ans Feuer setzen. Okay, da sind Piepmetzer. Okay, ein Erfahrungspunkt, das ist jetzt wirklich nicht viel. Lass mir die dann auch in Ruhe. Na, so, wir ans Feuer uns was Leckeres zu essen machen. Obwohl, Moment, nee, mir fällt gerade auf. Genau, dass hier vorne auch ein Totem war. Genau, da vorne sieht man es schon. So, man hat hier halt seine Bereiche. Man stand jetzt 4 von 10, das heißt 6 sind noch hier in diesem oder aber in dem nächsten Bereich noch. So, dann wollen wir uns mal hinpflanzen, was zu essen machen. Genau, und da kommen wir nämlich zum Crafting. Hier sind wir im Lager. Und da können wir unsere Fähigkeiten ausbauen. Okay, alles klar. Können wir das schon? Überlegungsinstinkt, ja, klar, bla bla. Okay, alles klar. Dann haben wir hier noch, Moment, genau, Jäger-Upgrades. Zurück. Okay, und die anderen können wir uns noch nicht angucken, denn wir können auch unsere Items, die wir hier finden, wie den Bogen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Verbessern wollte ich sagen. Ja, wir haben Funkkontakt herstellen können zu dem Herrn Ross. Dass jetzt unser Mentor ist, werden wir sehen. Wo fange ich an? Genau, wo fangen wir an? Wir können uns mal anfangen. Alles klar, wir gehen da wieder raus. Okay, Tagebücher. Hören wir das nochmal? Nee, hören wir nicht. Schade. Aber ich glaube, man kann sich die Tagebücher auch nochmal anhören. Alles klar. Gut, ja, geht's erstmal weiter. Denn man hat hier an den Lagerfeuern, wenn man sich da hinsetzt, führt die quasi die Lara innere Dialoge quasi ein Tagebuch. Und diese Einträge kann man finden. Ja, gut, dass wir da nochmal nachgeguckt haben. Ich wäre jetzt eigentlich normalerweise einfach strikt weitergelaufen. So, da oben ist was. Das heißt, da wollen wir auch nochmal hin. Aufgehört zu regnen, da ist eine Tür aufgegangen. Jetzt ist die Frage, wer hat die Tür aufgemacht? Hallo? Ist jemand hier? Ja, hoffentlich nicht, ne? Okay, alles klar, da geht's hoch. Okay, da sind nochmal Pfeile. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? So,
jetzt gucken wir uns hier nochmal um mit dem Instinkt. Ja klar, da soll es weitergehen. Das ist klar. Aber soweit müsste hier alles gefunden sein. Also hier oben ist zumindest jetzt erstmal nichts zu sehen. Wir gehen nochmal weiter runter. Okay, hier haben wir dann auch nochmal einen Strick um den Baum. Das heißt, da können wir doch noch irgendwas machen. Aber ich glaube, da müssen wir den Bogen für ausbauen. Okay, da ist... Oh, alles klar, da ist nochmal ein Totem. Das war Nummer 5. Nochmal ein Hirsch. Aber das müsste jetzt rein theoretisch gewesen sein. Okay, da können wir nochmal was futtern. Weiter. Ne, da ist zu. Okay, da oben ist was. Ah, alles klar, ich weiß, was das ist. Moment, wir gehen dann mal hin. Okay, da geht's nicht lang. Müssen wir hier links lang. Okay, da müssen wir hinklettern. Denn das ist, glaube ich, Treibgut nennt sich das hier. Oder irgendwie sowas. Da kommen wir aber so noch nicht hin. Okay. Kommen wir da, kommen wir echt noch nicht hin? Warum nicht? Dann müssen wir da oben hin. Okay, alles klar, das geht von mir aus hin. Alles klar. Gut, ich hatte jetzt gedacht, dass wir dann doch nochmal zurückkommen, um genau dieses Item nach vorne einzusammeln. Aber es geht von hier aus dahin. So. Okay, das können wir noch gar nicht aufmachen. Das ist ja krass. Nee, da können wir noch nichts mitmachen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall hier nochmal in den Bereich zurück. Ja, ich sage, jetzt fängt das so langsam an, dass ich mich doch nicht mehr an so alle Sachen erinnern kann. Ich glaube, hier oben waren wir schon. Ja, alles klar. Ja gut, dann würde ich mal sagen, schreiten wir durch die Tür. Und schauen mal, was in diesem ja, Bunker was da drin ist. Wo müssen wir hin? Okay, verlaufen habe ich mich jetzt auch mal ganz klassisch. Ja, Orientierung gerade wie eine Bockwurst, herrlich. Ja, aber da wir ja so und so nochmal hier hin müssen. Uns dann nochmal in Ruhe hier oben. Aber ich meine, wir haben hier alle Totems gefunden. Der Rest, der kommt im nächsten Bereich. Okay, das ist wieder eine Fackel. Vielleicht ja hier lang. Ja, okay, vielleicht kommen wir aber auch nicht mehr in den Bereich. Ja doch, müssen wir ja, oder nicht? Ah, keine Ahnung. Egal, Tür ist auf jeden Fall zu. Dann klettern wir hier runter. Es ist dunkel, wir wissen nicht, was unten ist. Natürlich klettern wir wieder rein. Wir haben ja unser Fäckelchen. Dann ist ja alles Paletti. Okay,
loslassen heißt, wir kommen ja nicht mehr hoch. Ja, Schissel. Aber ich meine, dass wir da doch nochmal hinkommen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Nein, da kommen wir nicht hoch. Alles klar, da kommen wir doch nochmal hoch. Dann wollen wir hier rein.